so zu sehen, wie der Bagger sich jetzt hier so reinfrisst in ein Gebäude, mit dem ich sehr verbunden war oder noch bin, noch steht es ja. Kann ich sagen, es ist irgendwie ein bisschen schrecklich. Andererseits muss ich auch sagen, ich sehe das so mit einem, wie man so schön sagt, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Ich sage jetzt auch extra mit einem lachenden Auge, weil ich ja schon ziemlich viel Zeit hatte, oder wir in Dauerbeck ziemlich viel Zeit hatten, mit diesem Gedanken zu beschäftigen, dass das Gebäude abgerissen wird. Und wir stehen ja jetzt hier unmittelbar auch an dem neuen Gebäude, und das ist dann das lachende Auge, das weinende Auge ist der Abriss und die ganzen Gedanken und alles, was wir damit erlebt haben.